Hi, ich bin wieder da, mein alter Freund. Press E to celebrate, drücke E, um zu feiern. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Ben & Dad. Und ganz egal, was passiert, ganz egal, wie sehr ich mich aufregen muss und ganz egal, wie sehr ich mich selbst und die ganze Welt danach hasse, ich werde das Spiel in dieser Folge noch fertig spielen. Es war wahrscheinlich eine furchtbar dumme Idee, das jetzt so anzukündigen, aber ich hab's gesagt. Ihr könnt mich da zitieren, ich krieg das hin. Level 21, 4 goldene Zombies und 10 Dosen. Das ist ungewohnt. Normalerweise sind es mehr. Heißt das, das Level ist super kurz? Entweder das oder das Level ist super schwer. Acid Pool Party. Ah, also die Party im Säurepool. Das ist nice. Da vorne ist eine abgeschlossene Tür. Starte ich falsch rum? Ich muss anscheinend nach hinten. Okay, das Spiel wendet die Regeln. Das ist großartig. Was daran ist so schwer? Ich sehe die Schwierigkeit noch nicht. Außer, dass sich das Ding da super schnell dreht. Warte, 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 warte. Nicht zu schnell, nicht zu spät, nicht zu schnell, nicht zu spät. Ah, faked you out. Ich hab's. Was daran soll so schwer sein? Das sieht jetzt nicht super komplex aus. Da unten ist ein Knopf, wo ich runtergeschossen werde, wenn ich nicht rechtzeitig wieder wegspringe. Das ist nice. Cool. Warte, warte. Jetzt. Aha. Und jetzt hierhin, da bin ich safe. Was habe ich gemacht? Ah, ich lasse die Säure ab. Deswegen auch Säure-Pool-Party. Ich verstehe. Nice. Da unten ist ein Checkpoint. Kann ich da ohne Probleme hin? Warum ist da ein Hammer? Warum? Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum da ein Hammer ist. So, dann kann ich da rüber? Reicht das? Nee. Doch, das reicht. Das Level ist merkwürdig. Das Level ist extrem merkwürdig aufgebaut. Da komme ich nicht durch. Da. Achso, ich bin auch doof. Ich kann ja kriechen. Ich bin dir überlegen. Wo ist eigentlich das Publikum hier? Ich habe gerade das Publikum gehört. Wo seid ihr? Ich kann euch nicht hören. Schreit lauter. Weil die Musik ist super laut, aber irgendwie super nice. Das hier wird jetzt witzig. Warte kurz. Gib mir eine Sekunde. Ich muss mich erstmal hier einfinden. Wenn ich hier stehe, ist alles gut. Jetzt drehen die anderen Messer auch noch mit. Nice. Okay, warte. Warte, warte. Ha. Was? Ich hätte es fast gehabt. Ich dachte gar nicht, dass ich den Sprung treffe. Deswegen habe ich gar nicht schnell genug reagiert. Okay, cool. Ich habe die Schwierigkeit gefunden, Leute. Ich habe die Schwierigkeit gefunden. Das sind einfach nur extrem nervig platzierte Messer. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Okay, pass auf. Ich kann das. Ich vertraue mir selbst. Ich vertraue mir selbst, dass ich das kann. Ich warte noch eine Umrundung. Und jetzt. Go, 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 go. Und noch ein Knopf. Okay, die Säure geht weiter runter. Ist hier irgendwo ein Checkpoint vielleicht? Nee, aber noch ein Messer. Wo ist der nächste Checkpoint? Da ist der nächste Checkpoint. Das heißt, ich muss jetzt da runter, ohne zerteilt zu werden, dann da rüber springen und dann das Ding da entlang und dann zum Checkpoint. Das wird lustig, weil ich muss auch noch an dem Block da vorbei. Okay, jetzt. Nee, das Ding wird... Achso, ich kann ja auch warten, ich Idiot. Ich kann ja auch einfach abwarten, indem ich einfach regelmäßig über das Messer springe. Jawohl, ich hab's. Ich hab's. Die Dinger sind gigantisch. Die Dinger sind riesig, Hans. Willst du mich verarschen? Willst du? Okay, cool. Einfach vorbeilaufen. Ich muss hier mal drüber springen. Nice. So, hier ist alles einfach super eng. Das ist toll. Das mag ich. Was bin ich für dich? Eine Ratte? Ich komme mir vor wie in so einem Rattenkäfig, wo man quasi schrittweise nach oben laufen kann. Was bin ich für dich? Deine Laborratte anscheinend. So, geh einmal weg, Mr. Hammer. Wo muss ich hin? Ich muss meinen Kopf werfen, oder was? Das kann nicht dein Ernst sein. Ich kann doch meinen Kopf nicht werfen so weit. Muss ich den überhaupt werfen? Ich glaube, ich muss den werfen. Und zwar... Bevor der Hammer... Ne, der Hammer könnte mich vielleicht nach unten schießen. Der Hammer könnte mir helfen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich lasse den Hammer durch, stell mich hier hin und los! Okay, ich liege nicht weit genug. Nice. Hä? Hä? Nein! Ja! Ich hab's! Ich hab's! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Geh da drauf jetzt! Geh da drauf! Ich lasse die Säure weiter ab und muss respawnen. Ne? Es geht ab hier nicht weiter. Einfach so kann ich nicht weitermachen. Nice. Und ich darf alles nochmal laufen. Was ist das da? Noch mehr Messer. Natürlich sind es noch mehr Messer. Es sind immer mehr Messer. Gerade wenn du denkst, der Hans hat keine Messer mehr, zaubert er noch mehr Messer her. Wie sollte ich da runter? Es war richtig, die Nummer mit dem Hammer, oder was? Die Nummer mit dem Hammer war korrekt. Oder? Warte, ich teste das mal ganz kurz. Ach so. Ich hätte da runterspringen können, ich Idiot. Ich hätte die ganze Zeit da runterspringen können und ich mache es mir so schwer, dass ich meinen Kopf werfe. Das wäre typisch ich. So, hier ist auch ein Checkpoint. Guck mal an. Guck mal an. So, mehr Messer. Ist klar. Ist klar. Ist. Wow. Wow, ich dachte, ich könnte unten drunter durch, aber Überraschung. Natürlich ist es nicht so easy, wie ich denke, dass es ist. Warten, warten, warten. Und hopp. Jawohl. Nein. Fuck. Ich mach so weiter. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe nichts mehr zu verlieren.
gar nichts mehr habe ich zu verlieren. Ich bin im Arsch. Eigentlich habe ich gedacht, ich sterbe an was anderem, aber er will halt einfach nicht springen. So geht's also auch. Hey. Ich hab's. Keine Ahnung wie, aber ich hab's. Was ist das da? Springe ich über Clownköpfe? Was ist das denn? Wer baut denn sowas? Wer engagiert sich eine Firma, die sowas baut und lässt sowas bauen? Welcher kranke Geist baut sowas? Mein Gott, Hans, du hast doch massiv einen an der Waffel. Kann das sein? Hans? Oh nein, hier ist kein Checkpoint, ne? Wenn ich das nicht hinkriege, dann wird's peinlich, weil ich alles zehnmal machen darf. Nice. Wo ist der nächste Checkpoint? Da ist eine Kanone. Kann ich die Dosen da unten haben? Wie komme ich dann zurück? Komme ich da überhaupt zurück? Soll ich das machen? Das ist es nicht wert. Nein, ich werde mich nicht schon wieder davon sowas ablenken lassen. Nein. Wie steige ich nochmal ein? Achso. Okay. Ich muss... Oh mein Gott, ich muss extrem hoch zielen. Dahin ist das Ziel. Ich komme. Ich bin da. Ich hab's. Yay, Zielschuss. Geil. 6 Minuten, 34 Sekunden. So schwer war das nicht. Und hätte ich da unten die beiden Dosen mitgenommen, hätte ich alle. Was? Spiel, du hast was vor. Wenn ein Level so vergleichsweise simpel ist, dann stimmt grundsätzlich irgendwas gar nicht. Yay, Level abgeschlossen. Neues Level freigeschaltet. Level 2, was ist das? Sind das Riesenwürste mit Pömpeln? Keine Ahnung, was das ist. Ich bin sehr gespannt. 18 Dosen und 4 goldene Zombies. Oh, bitte lass das nicht so lang sein. Also, lang ist mir egal, aber nicht so schwer. Ich hatte schon... Ansteigende Säure. Okay, cool. Du willst wieder, dass ich auf Zeit Gas gebe, hä? Ist es das? Du willst, dass ich auf Zeit Gas gebe? Du kannst mich mal. Und ich kann nicht springen, weil ich gerade geguckt habe, ob ich aus Versehen die Aufnahme ausgemacht habe, weil ich gerade irgendwie behindert auf die Tastatur geschlagen habe. Wow, ich muss extrem Gas geben, ne? Ich kann mir keine Verzögerung leisten. Das ist ja unfassbar. Das ist ja frech. Also das ist echt. Das ist super frech. Das ist echt frech. Ich kann nicht weit genug springen. Ist das dein Ernst? Ach nee, jetzt kommt der. Sind das eigentlich Teile vom Roboter? Was ist die gleiche? Nice. Das ist die gleiche Musik, die auch beim Roboterkampf kam. Ich frage mich gerade, ob das eventuell ein Teil vom Roboter ist, der jetzt durchdreht und mich umbringen will, weil ich ihn umgebracht habe. Und jetzt ist er sauer und angepisst und wütend und ich bin falsch gelaufen. Deswegen kann ich schon neu starten, weil ich nicht mehr entkommen kann. Ist das dein Ernst jetzt? Ich hasse Level auf Zeit. Ich nix mögen Level auf die Zeit. Ich nix lustig finden Level auf die Zeit. Ich nix schön finden das Level auf Zeit. Bin ich richtig? Ich bin jetzt mal anders gelaufen als vorhin. Ist das korrekt? Ich gehe mal hier unten mal durch. Ist das richtig? Ich rolle. Ich springe. Ich habe ein Bein verloren. I don't care. Checkpoint. Alles klar. Ich will mein Bein wieder, weil ich will wieder schneller laufen können. Toll. Das ist ein Teil vom Roboter. Das ist ein Stück Roboter. Ich erkenne das. Das ist ein Stück von dem Roboter. Natürlich ist das ein Stück Roboter. Ich sehe das sofort und ich kann nicht springen, weil ich Speedrun wollte, um nicht vom Messer erwischt zu werden. Toll. Das ist ein Stück von dem Roboter. Aber zumindest ist die gleiche... Wow. Zumindest ist die gleiche Architektur wie beim Roboter. Und das ist wirklich großartig gelaufen. Wie hat mich das Messer vorher nicht erwischt? Ich habe gar nicht drauf geguckt. Wenn ich auf die Gefahren achte, die mich umbringen wollen, dann wird es nur schlimmer. Und was ist gerade mit der Physik passiert? Keine Ahnung. Aber ich stecke schon wieder an der Stelle fest, wo ich eigentlich nicht feststecken sollte. Oh mein Gott, ich hab's. 10 Minuten an einer Stelle festhängen kann ich. Ist das dein Ernst jetzt? Du gehst da nicht hoch. Wow, du sabotierst mich doch. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Der sabotiert mich doch, dieser Dreckszombie. Gib Gummi. Bin ich überhaupt auch nur ansatzweise? Ich bin richtig. Natürlich bin ich richtig. Da ist ein Messer. Ah, das ist toll. Da ist großartig. Da ein Messer. Und eine Stange. Soll ich mal... Nee, ich bleib jetzt nicht liegen. Ist mir zu dumm. Wo soll ich überhaupt hin? Ich seh... Fuck. Körper. Ich weiß nicht, was ich tun soll. So viele Messer. Okay, go. Ich kann nicht weit genug springen. Das ist toll. Das ist wieder so ein Level, das kriegt mich. Ich hab's. Keine Ahnung wie, aber ich hab's. Oh, bitte lass das schnell vorbei sein. Bitte lass das hier schnell vorbei sein, denn das hier ist unter keiner... Was? Warum springt der so weit? Das hier ist in keiner Ausdehnung des Wortes schön. Da kannst du sagen, was du willst. Aber das hier, das ist nicht schön. Das ist nicht schön, dieses Level. Ich hasse sowas. Und dann auch noch auf Zeit. Das ist großartig. Also indirekt auf Zeit. Es gibt kein Zeitlimit, aber wenn ich zu langsam bin, dann bin ich halt einfach im Arsch. So einfach ist das. Wow, nice. Und ich kann mich nicht mehr vorwärts bewegen, weil ich nur noch ein Kopf mit meinen Schultern bin. Das ist toll. Danke dir, dass du sowas baust. Ich hoffe an dem Punkt,
dass das letzte Level daraus besteht, dass ich die linke Maustaste drücken muss, um Hans so richtig einen Bitch-Slap zu geben. Also so richtig. So, dass die Backe danach rot leuchtet wie ein Weihnachtsbaum, weil das hier, wow, das ist echt frech. Ja, 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 ich hab's. Okay, ich bin an der schwierigen Stelle. Okay, ich dachte gerade, ich wäre an der schwierigen Stelle vorbei. Nix gut, ich hab's. Ich hab's. Alles gut, Kanone, wohin? Wo soll ich mich hinballern? Was? Wo soll ich mich hinschießen? Ich sehe nicht, wo ich mich hinschieße. In die Zahnräder? Ah, ne, da oben. Das muss man mir doch sagen. Okay, ich wurde wieder gespawnt, killed. Danke, Spiel. Ich habe Angst, dass ich mich irgendwie so verbugge irgendwann, dass ich gar nichts mehr machen kann. So, ich soll mich da hochschießen. Sag mir das. Was? Ah! Was? Okay, ich hab's. 11 Minuten 31 Sekunden. Einen goldenen Zombie übersehen und 5 Dosen. Was war das denn für ein Ende? Das habe ich noch nie gesehen, dass man sich mit einer Kanone durchschießen muss. Was zur Hölle? Okay, Level abgeschlossen. Letztes Level. Level 23. Ist das da eine Riesenstatue von Hans? Ja, das Ego fließt in Strömen in dem Level. 0 Dosen, ein goldener Zombie. Oh. Das wird interessant. Das Level ist anscheinend saukurz. Willst du mir jetzt erzählen, der Final Run, die letzte Episode dieser Show ist super kurz. Nein, guck dir das mal an. Okay, es ist vielleicht super kurz, aber vielleicht super kompliziert. Das könnte sein. Hi Hans. Du bist extrem schlecht texturiert. Also extrem schlecht. Entweder das oder es ist dein Make-up. So. Da ist er. Da ist er. Oh, bitte sag mir, ich kann ihn umbringen. Hans versus ich. Hans versus ich. Hans versus Ed. Der läuft jetzt gegen mich selbst durch seine eigenen Fallen. Das ist, was ich schon immer wollte. Ja, bitte verlieren Bein oder so. Geil. Muss ich einfach... Was? Muss ich einfach überleben? Ich muss, glaube ich, einfach überleben. Das ist einfach nur ein Überlebenskampf jetzt. Das ist einfach nur... Ich bleibe am Rand. Das ist einfach nur ein Überlebenskampf an dem Punkt. Das ist einfach nur ein Überlebenskampf. Das ist einfach nur durchlaufen und beten. Durchlaufen und beten. Ist mir scheißegal, wie viele Körperteile. Ich will meinen Kopf... Nein, okay, cool. Das ist einfach nur durchrennen und beten, mehr oder weniger. Okay, ich hätte die Seite nicht nehmen sollen. Die ist noch ein bisschen schwerer als die gerade eben. Ja, ist cool. Danke, dass das passiert. Wow. Okay, ich habe mich drüber gemogelt. Ich will meinen Kopf. Fuck. Das letzte Level. Ich lasse mich jetzt hiervon nicht aus der Fassung bringen. Ich werde konzentriert und gefangen mit meinen Skills. Fuck. Hier durchlaufen. Mein Gott, sind die Messer schnell. Ist das dein Ernst? Paar Messer, die schnell sind, paar, die langsam sind, paar, die unfassbar groß sind. Okay. Ich hab das. Da vorne ist schon der Checkpoint. Ah! Okay, ich hab nur noch ein Bein, aber ist mir egal. Krieg den. Hi. Wurdest du gerade von deiner eigenen Falle runtergeschossen? Hans defeated. Hans wurde besiegt. Ist das sein voller Ernst? Er schickt mich durch so viel. Und dann wird er von der Kugel runtergeschossen. Und ich kann anscheinend nicht hoch genug zielen. Dann wird er von der Kugel runtergeschossen. Und nimmt mir damit quasi... Nimmt mir damit die Ehre... Boah. Nimmt mir damit die Ehre, ihn persönlich zu besiegen. Der hat sich seiner Strafe erzogen, der Miskel. Ich hab grad den Satz... Keine Ahnung, wo der Satz hinführen sollte. Ignoriert das einfach. Yay! Wo bin ich? In der Straße. Ich hab's endlich geschafft. Dahin ist das Ziel. Warum ist es so leise? Ich habe mich von einem Gebäude zum nächsten geschossen, by the way. Warum ist es so leise? Ich höre gar nichts. Ich höre gar nichts. Da ist das Ziel. Welcome home, Ed. Willkommen zu Hause, Ed. Das ist leicht unheimlich. Da ist Ben. Hi. Irgendwas hier wird jetzt nicht gut. Hi, ich bin wieder da, mein alter Freund. Press E to celebrate. Drücke E, um zu feiern. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ich hab's gewusst. Es war wie in The Walking Dead. Der Zombie ist nicht dein Freund. Der will nur dein Fleisch und Blut und dein Gehirn. Scheiße, muss ich das jetzt nochmal drücken? Ist das dein Ernst? Es reicht nicht, dass ich ihm die Pulsadern rausreiße. Okay, cool. Yay, friss ihn komplett. Und ich muss das wirklich nochmal drücken. Es reicht. Jetzt frisst er sein Gehirn. Nochmal. Was soll ich? Ja, jetzt hat er ihm das Genick gebrochen. Das ist toll. Es ist großartig. Nochmal. Was macht er jetzt mit ihm?
Es reicht, er ist tot, Mann. Du hast ihn den Hals aufgerissen, sein Gehirn gefressen und ihm das Genick gebrochen. Nochmal? Okay, es reicht aber langsam. Yeah. Ist das dein Ernst? Dafür laufe ich durch... Das Ende. Continue. Dafür laufe ich durch 23 Level. Dafür laufe ich... Hans hat's überlebt anscheinend. Der sitzt da. Dafür laufe ich durch 23 Level. Reg mich auf bis zum geht nicht mehr. Nur damit ich ihn essen kann? Halt mal die Klappe, Hans. Ich bin der, der gerade rumheult. Nur damit ich ihn essen kann? Wirklich? Wow. Wow. Halt doch mal die Klappe. Halt die Klappe. Okay, der Typ geht mir auf die Nerven. Back. Ist das denn ernst? Ich gebe mir das 23 Level lang? Nur dafür? Okay, cool. Aber ich weiß, wir haben jetzt eine Sache freigeschaltet. Und zwar gab's Bankalypse, genau. Und zwar gab es vor kurzem ein sehr, sehr großes Update, wo der Bankalypse-Modus hinzugefügt wurde. Wo es noch 3 zusätzliche Level gibt, die irgendwie dann nachspielen. Wo man dann Ben spielt und nicht Ed. Weil wenn wir der Logik folgen, hat Ed Ben gebissen und Ben ist jetzt ein Zombie. Das heißt, Hans könnte die gleiche Show mit einem Kind machen. Was auf so vielen Arten falsch ist, aber ihr versteht, was ich meine. Das könnte ich spielen. Aber ansonsten war es das hier bei Ben and Ed. Und oh mein Gott, was für ein Ende. Ich laufe durch 23 Level nur, damit der Zombie den Jungen frisst. Und ich zigmal E drücken muss, um es noch schlimmer zu machen. Well played, Spiel. Okay, schreibt mir mal unten drunter, ob ich den Bankalypse-Modus spielen soll. Das sind, wie gesagt, 3 zusätzliche Level. Das wäre dann wahrscheinlich auch in einer Folge durch. Schreibt mir unten drunter, ob ich das machen soll. Ansonsten war es das hier bei Ben and Ed. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr die Erlaubnis, den Like-Button auf Smallzone. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. So, Freunde, ich bin ein weiteres Mal da. Darf ich durch? Ich muss mich schon wieder filzen lassen. Leute, ich kann nicht einfach eine Waffe herzaubern. Ich war doch vorher schon mal hier. Ihr habt mich schon mal gefilzt und es ist nichts bei rumgekommen. Warum müsst ihr das jedes Mal machen? Habt ihr so sehr die Hoffnung, dass ihr irgendwann eine Waffe findet und mich erschießen könnt? Hey, welche Überraschung. Ich bin derselbe wie vorhin. Du hast mich schon gefilzt.